Naiv? Ja, man sollte eigentlich nicht von Naivität reden bei Leuten, die so lange und so intensiv in der Öffentlichkeit stehen. Das geht ja fast über Jahrzehnte hinweg. Wolfgang Niers, bereits vorhin selber gesagt, ist seit Anfang der 70er Jahren Fußballjournalist und später schon seit 1988 beim DFB tätig. Also das ist zum Beispiel ein richtig alter und geborener Medienhase. Ich glaube, dass in der Tat in der letzten Woche die Frustration über die andere Seite so groß war, dass es eigentlich zu einem Eklat kommen musste. Und was ich gehört habe von Beteiligten des DFB, die heute nicht auf dem Podium saßen, eigentlich dieser Frust über vor allen Dingen über Oliver Bierhoff ist so tief in den Leuten drin. Vergessen werden die das mit Sicherheit zumindest in absehbarer Zeit nicht. Kleinen Blick voraus, 121 Tage sind es noch genau, bis die WM anfängt. Und ist man jetzt wieder gut gerüstet? Ja, sportlich gut gerüstet ist man genauso wie in der vergangenen Woche und wie vor zwei oder drei Wochen. Da wird sich auch nichts ändern, weil die Fußballspieler unabhängig von diesem Eklat letzte Woche ja nach wie vor ihre Ziele haben und Jogi Löw auch genauso arbeitet, wie wenn nichts passiert gewesen wäre. Das eine hängt mit dem anderen nicht zusammen. Das Positive ist an der ganzen Geschichte, dass es nicht mehr einen solchen Eklat geben kann, wenn jetzt die nächsten Wochen oder Monaten irgendwas sportlich den Bach runterläuft. Besten Dank. Einschätzungen von Rainer Holzschuh.